Hey, was geht, Leute? Willkommen bei einem neuen Part von Pokémon Pearl. In diesem Part stürmen wir das Hauptquartier von Team Galactic. So, erstmal müssen wir finden, wo wir irgendwie rein können oder so. Ja, wir müssen einen Eingang finden zunächst. Wir Team Galactic werden alles nehmen, was wir nur können. Und wir interessieren uns nicht für Dinge, die uns nicht weiterbringen. Das ist unsere Philosophie, das hast du schon im letzten Part gesagt. So, wo ist hier der Eingang? Der Eingang ist natürlich hier. Aber da können wir nicht vorbei. Wir brauchen hier einen speziellen Schlüssel. Kriegen wir den vielleicht von dem Typen hier? Willkommen, das ist Team Galactic Hauptquartier. Das ist das Schleide Team Galactic Gebäude. Kosmische Energie für alle. Wäre es nicht wundervoll, wenn wir diese mächtige Energie beherrschen könnten? Ja, wäre es. Sicherlich. Ja, ich glaube, wir müssen im anderen Haus nachschauen. Da gibt es ja noch ein Lagerhaus. Vielleicht müssen wir da zuerst rein. Das Problem ist, es befindet sich am anderen Ende der Stadt. Jetzt muss ich hier mit meinem Rad durch die halbe Stadt laufen. Super. Ach ja, wir können da nicht hoch, da brauchen wir Kraxler, deswegen können wir dieses Item nicht einsammeln. So, hier wartet Lucia bereits auf uns. Hi Kevin, kannst du mir bitte helfen? Ich habe aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat ihn sich geschnappt. Und nun wollen sie ihn wieder hergeben, habe ich gelesen? Nein. Nun wollen sie ihn nicht wieder hergeben. Bitte hilf mir. Wir schließen uns zusammen und treten gegen dieses Team an. Natürlich. Oh, du und deine Pokémon zusammen. Mit mir und meinem Pokémon. Ein Traumteam, das einfach nicht verlieren kann. Diese fiesen Schurken werden mit ihren Machenschaften nicht davonkommen. Dafür sorge ich. Und los geht's. Kampf gegen Team Galactic. Sie haben jeweils zwei Pokémon und wir haben viel zu viele. Hodox und Papinella. Die beiden Entwicklungen aus Shaloko und Panikon. Die wiederum Entwicklungen aus dem Pokémon Bounty sind. So, was hat Lucia denn da? Ein Pipi. Ach, wie süß. Wer in der sechsten Generation ein Feen-Pokémon? Wir spielen allerdings die vierte. Und da ist Pipi noch ein Normaltyp. So, Areo, pass auf. Was ist der gefährlichere Gegner? Pudox oder Papinella? Ich gehe auf Pudox. Pudox ist bestimmt nerviger, weil es bestimmt ein paar Spornattacken drauf hat. Jede Wette. Stimmt doch, Pudox, oder? Natürlich. Ha, ich habe überlebt. Windstoß. Darauf ist kein Step drauf, glaube ich. Ich glaube nicht, dass Papinella ein Flugtyp ist, sondern nur ein Käfertyp. Ich bin mir nicht sicher. Boah, der andere Windstoß von Pudox, der war stärker als der Windstoß von Papinella. Urteilskraft durch Metronom. Das ist die Spezialattacke von Arceus. Heftig, heftig. Das ist, glaube ich, eine der besten Attacken, die Pipi hätte erwischen können. Und ein Gliebunkel. Ein Giftkampftyp können wir auch leicht killen mit einer Flugattacke. One-Hit-Kill? Ich glaube schon, ja. Gliebunkel ist eine Vorstufe eines entwickelten Pokémons, daher war das ein One-Hit-Kill. Das Pudax-Freund, das war ja schon vorentwickelt und daher müsste es mehr einstecken können und deswegen war der Aioras vorhin gegen dieses Pudox kein One-Hit-Kill. Megasaug, eine Pflanzenattacke. So, nochmal Urteilskraft bitte. Kosmikkraft. Mann, unser Pipi oder das Pipi von Lucia ist ziemlich kräftig. Kosmikkraft ist auch ziemlich gut, erhöht die Verteidigung und die Spezialverteidigung. Ich glaube, das ist auch die Spezialattacke von Sonnfell und Lunastein. Aber es gibt sicherlich noch mehr Pokémon, die Kosmikkraft beherrschen. Ich glaube, Pipik selber kann sogar Kosmikkraft erlernen. Dann ist es aber nicht mehr die Spezialattacke von Sonnfell und Lunastein. Naja, Magiemantel. Eine Spezialattacke von Mewtwo, glaube ich. Nee, Quatsch. Das ist eine Attacke, die kann die Entwicklung von Traummagil, soweit ich weiß. Mann, ich
glaube, wir sollten uns mal die Attacke Metronom ins Team holen. Ich mag Metronom total. Weil da kommt immer so lustiges Zeug heraus. Weckruf. Warum nicht doch mal Metronom, Pipi? Ah, du bist langweilig. Wisst ihr was? Ich greife jetzt mal nicht an, sondern ich möchte sehen, was da noch rauskommt bei der Attacke Metronom. Weil das ist ziemlich lustig. Ich glaube, wenn ich mal die Gelegenheit habe, ein Pokémon reinzutun ins Team, was Metronom beherrschen könnte, werde ich das im nächsten Let's Play machen. Und nochmal Metronom. Psy-Schub. Ist eine Psycho-Attacke und Skunkapu ist ein Unlicht-Typ, daher funktioniert die Attacke nicht. Ich könnte währenddessen mein Pokémon heilen. Pipi, du sollst dieses Skunkapu ownen. Mit einer Metronom-Attacke. Am besten Hyperstrahl. Schlitzer. Warum auf mich? Er mag mich nicht. Und nochmal Metronom. Und was kommt dabei heraus? Steinwurf, okay. Alles klärchen. Von zwei Kindern besiegt, das darf nicht wahr sein. Hätte ich mich doch zurückgehalten und nur das Lager beobachtet. Tja, dann wärst du hier jetzt nicht der Verlierer, mein Lieber. Ah, oh, das stinkt doch zum Himmel. Unsere Pokémon sind die reinsten Blindgänger. Ich übersteuere gerade ein bisschen. Aber ich probiere es mal mit übersteuern. Vielleicht wird dieser Part ein bisschen lebendiger, wenn ich ein bisschen lauter spreche. Wir sollen uns im Hauptquartier neue besorgen. Achso. Wen interessiert schon so ein dämlicher Pokédex? Team Galactic werden schon bald alle Pokémon der Welt gehören. Nein, das ganze Universum. Das ganze Universums. Hier, nimm schon. Nimm deinen dämlichen Pokédex. Und die Ratmusik. La la la, la 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 la. All den Kram, den wir bei uns auf dem Gelände hatten, haben wir sowieso schon weggeschafft. Nach Weideburg. Und so benehmen wir uns wie das, was wir sind. Wie Rüpel. Frei nach dem Motto, ihr bekommt euren Senf ab. Was geht hier vor? Warum laufen die Typen von Team Galactic hier durch die Straßen und benehmen sich, als ob ihnen alles gehört? Weil sie scheiße sind. Vielen Dank, Kevin. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich? Geh zu RTL, da kannst du weiter ganz ehrlich sagen. Ja, okay. Wenn Professor Elbe jemals herausfinden sollte, dass ich meinen Pokédex verloren hatte, tja, dann wäre er ziemlich ausgerastet, was? Dann wäre er so, ich weiß nicht, da hätte er jetzt eine Pistole gezockt und gesagt, dieser Pokédex, der war sauteuer. Gib ihn mir wieder, sonst... Ich habe ihn verloren. Bitte schießen Sie nicht. Ist mir egal. Geben Sie mir ihn... Gib mir den Pokédex wieder. Ich habe ihn nicht mehr. Okay. Ich bin hier ein bisschen aufgedreht, fällt mir gerade so ein. Naja, ist glaube ich ein bisschen lustiger, wenn ich ein bisschen mal anders gelaunt bin als sonst. Ich mag gar nicht daran denken. Und Kevin, was hast du nun vor? Drogen kaufen. Ich überlege nach Weideburg zu gehen, in dem großen Moor. Dort leben viele Arten von Pokémon. Interessant. Können wir jetzt nach Weideburg oder müssen wir zuerst Team Galactic besiegen? Das ist sehr komisch. Naja, schauen wir mal nach, was hier drin ist. Ah, da ist ein Item. Das war vorhin, glaube ich, nicht da. Oder? Waren wir vorhin hier überhaupt? Ich habe keine Ahnung. So, vor allem zwei. Das ist Fliegen. Die bringen wir unserem Kampffalken bei. Dann können wir endlich von Stadt zu Stadt reisen. Soweit ich weiß, müssten wir diesen Orden schon haben. Glaube ich zumindest. Kann auch sein, dass ich mich irre. So, vergessen werde ich die Attacke. Was vergesse ich denn? Aber es ist eine gute Attacke. Doppelteam eigentlich auch. Aber ich glaube, ich werde häufiger... Aeroboss brauche ich auf jeden Fall noch, falls der Gegner irgendwie Doppelteam einsetzt oder Komprimator, damit ich eine Attacke habe, die treffsicher ist, weil Fliegen ist nicht besonders genau. Fliegen hat nur eine Genauigkeit von 95, das heißt, ich muss Aeroboss behalten. Ich verlerne Doppelteam, auch wenn mich die Attacke sehr reizt, aber wir haben die Attacke eh kaum benutzt. Also von daher muss die Attacke weg und durch Fliegen ersetzt werden. Kleines Klärchen, jetzt kann unser Pokémon fliegen. Schauen wir mal nach, ob wir Fliegen benutzen können oder ob wir zuerst einen weiteren Orden dafür brauchen. Kampffalke fliegen. Ah ja, sehr schön, wir können Fliegen benutzen, jetzt können wir von Ort zu Ort reisen. Wir können es ja mal kurz testen und fliegen mal zurück nach... Nein, ich fliege jetzt nicht zurück, sonst muss ich wieder mich vor das Gebäude hinstellen. Nein, sowas mache ich nicht. Ich bin viel zu faul zum Laufen.
Hey, 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 was haben wir denn hier? Du gehörst ja nicht mal zum Team Galaktik. Bist du... bist dazu noch ein Kind. Das, was wir mit der Energie vom Windkraftwerk erschaffen haben, ist bereits in Weideburg. Ach, was? Ach, warum geht es... Also, ach, darum geht es gar nicht. Und sonst was nicht zu sagen? Die verrostete Tür ist verschlossen. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. Können wir da noch nicht rein, oder... Wollen die uns nicht reinlassen? Oder kommen wir da erst später rein? Ich glaube, wir können da erst später rein. Habe ich so in Erinnerung. Genau, wir können da erst später rein, weil wir zunächst noch was machen müssen, bevor wir hier rein können. Und zwar müssen wir zuerst noch ein paar Orden sammeln, vermute ich mal. Ja, hier ist das Lager. Hier waren wir auch im letzten Part schon. Anscheinend können wir hier nicht weiter. Okay, dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach, wie heißt die verdammte Stadt? Nach, ich weiß nicht was, Stadt, die im Süden ist. Und das heißt, wir müssen erstmal durch diese Route hier. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass wir gegen Team Galaktik kämpfen, aber meine Unkenntnisse in diesem Spiel führen halt dazu, dass wir immer was anderes machen als das, was ich eigentlich vorhatte. Naja, du willst die Route 214 entlang gehen. Ist das dein Ernst? Die sind doch viel... Was? Die sind doch viel zu unbewegsam und dort gibt es nichts zu sehen. Hä? Gut, da gibt es diesen Ruinenmaniac, den du mal besuchen könntest. Dieser Typ gräbt sich ganz allein durch dickstes Felsgestein. Aha. Oh Gott, das wird ein langer Part. Hoffe ich zumindest. Oder hoffe ich zumindest nicht, denn ich möchte jetzt eigentlich keinen langen Part machen, aber... ich muss da jetzt durch. Also, los geht's. Wird, glaube ich, ein bisschen abwechslungsreich, wenn der Part mal ein bisschen länger wird. Achtung hinter dir! Oh, was ist das? Das ist ein Pokémon von dir, glaube ich zumindest, oder? Ah, du bist ein Psycho, okay. Der kommt aus der Psychiatrie und hat Halluzinationen. Aufnahmezeit ist 20.20 Uhr. Und wir kämpfen gegen Geister. Gruselig. Und das im Oktober. Ein paar Tage vor Halloween. Alles klärchen. Ach ja, ich muss was ankündigen. Zu Halloween werde ich einen Five Nights at Freddy's Spezialpart machen. Und zwar wird es ja ein langer Part, sag ich mal. Ich glaube, ich werde so eine Stunde aufnehmen. Und ich glaube, damit werde ich das Freddy Let's Play dann auch abschließen. Weil ich gehe nicht davon aus, dass ich das Spiel durchspielen kann oder durchspielen möchte. Alles klar, Traunvogel, das Pokémon, wo ich vorhin schon darüber was erzählt habe, dass seine Entwicklung Magiemantel beherrscht. Sieht man auch nicht alle Tage in ein Traunvogel. Das nachts. Hey, mein Pokémon wurde vom Psystrahl erwischt. Und das nachts. So, ich greife mit Stahlflügel an. Und das nachts. Verdammt, die Attacke trifft nicht. Und das nachts. Okay, ich höre schon auf. Powerblick, oh nein, ich kann nicht fliehen. Und da... Nein, ich höre nur das nachts, ja. Oh Mann, ich muss wieder räuspern. Moment. Vielleicht hätte ich mir was zum Trinken bereitstellen sollen, weil ich rede hier ziemlich viel jetzt zur Zeit. Ihr merkt es. Kadabra. Lauter Geister und jetzt ein Psycho. Na super. Oh, unser Kampfhack hat Level 32. Erst jetzt bemerke ich das. Heftig, wie stark unser Pokémon ist. Bald haben wir einen Staraptor. Heftig, heftig. Ich glaube, ich sollte Kampfhiken mal austauschen. Ich meine, ja, und so ein bisschen überlevelt, würde ich sagen. Okay, testen wir mal Fliegen. Gut, unser Pokémon hebt zuerst ab. Und im nächsten Zug erfolgt der Angriff. Wunderauge. Boah, One-Hit-Kill. Na gut, bei 8 Leveln Unterschied, da ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass mal ein One-Hit-Kill entsteht. So, Level 33. Noch 3 Level, dann haben wir einen Staraptor. Oh, Bodycheck ist heftig, heftig. Aber ich mag am Bodycheck nicht, dass die Attacke so ungenau ist. Stärke 90, Genauigkeit 85. Und der Angreifer wird selbst verletzt, leider seht ihr es gerade nicht. Ja, ich bin nicht der große Fan von Bodycheck, auch wenn das Depp drauf ist. Nee, ich erlerne die Attacke nicht. Nein, verdammt, jetzt habe ich... Oh, ich lerne das nie. Also gut, soll das Pokémon die neue Attacke nicht lernen? Bodycheck nicht lernen. So.
mein Plan, dich zu verängstigen, ging nicht wirklich auf. Ja, Psychopath halt. Bären. Das ist eine arme Rena-Bäre, möchtest du sie pflücken, natürlich. Halt Paralyse. Der Boden ist wieder weich. Ach, sehr schön. Das ist eine Zitrobeere. Endlich haben wir Zitrobeeren. Die könnten wir pflanzen und unserem Pokémon geben. Aber ich bin nicht der große Fan von Bärenpflanzen. Ich mache das eigentlich nur, wenn ich... ja, wenn ich Zeit habe. Oder gerade nicht weiß, was ich tun soll. In Pokémon X... ich spiele Pokémon Y. In Pokémon Y, da pflanze ich ab und zu mal Bären, wenn ich mal nichts, weil, ja, wenn mir mal langweilig ist, dann pflanze ich gelegentlich mal Bären. So, und was ist hier? Maniac-Höhle. Und hier ist ein Item. Schaufler. Schlaufler ist interessant, ja. Nein, Schaufler ist eine interessante Attacke. Ich schau mal nach, welches Pokémon die Attacke lernen könnte. So, let's watching. Waterloo und Haspirohr. Waterloo gehört ins Team, Haspirohr nicht. Waterloo Schaufler, ich weiß nicht. Wohl eher nicht. So, hier ist der Ruinenmaniac. Jeder nennt mich nur den Ruinenmaniac, aber mir ist das ganz egal, wie sie mich nennen. Ich werde diese Felswand Stück für Stück abtragen. Und weißt du auch warum? Ich bin ein Ruinenmaniac, der fasziniert von Inkognitos ist. Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen plötzlich, aber wer wäre es, wenn wir uns ein Wettrennen liefern würden? Du gehst los und fängst Inkognitos und ich grabe hier weiter. Mal sehen, wer als Erster fertig ist. Erster! YouTube-Kommentar. Also, wenn man YouTube-Kommentar schreibt, nein. Wenn man Inkognitos fängt und, ja, wenn man Inkognitos verschiedene Formen fängt und immer wieder... dann erweitert sich die Höhle hier des Ruinenmaniacs. Und wenn man alle Inkognitos gefangen hat, erreicht man einen speziellen Ort, an dem ich, muss ich zugeben, noch nie war. Weil mich diese Sache eigentlich nicht so reizt. So, X-Spezialverteidigung. Ein neues X-Item seit der 4. Generation. Vorher gab es ja nur X-Spezial. In der 4. wurde das aufgetrennt in X-Spezial und X-Spezialverteidigung. Und hier ist ein weiterer Trainer. Sieg oder Niederlage. Wer weiß schon, wie es ausgehen wird. Das kann kein Freund. Also, das wird kein Freundschaftsspiel. Und was ist es dann? Weltmeisterschaft? Okay, wo sind die Zuschauer? Es gibt keine. Was für eine dreckige Weltmeisterschaft. Fedor. Goldini, wie soll es an Land überleben? Es macht keinen Sinn. Ein Goldini kann nicht an Land überleben. Es wird einfach hin und her zappeln, wie ein Carpador. Das ist das, was ich schon vor ein paar Parts angeprangert habe. Mann, endlich mal ein neues Wort gesagt. Angeprangert. Oh, Dreschflegel. Ja, die Attacke macht sogar noch an Land Sinn. Ne? Dreschflegel, so hin und her wackeln. Gut, One-Hit-Kill. Ach verdammt, ich hatte vergessen, meinen Kampfeigen auszutauschen. Wenn es weitergeht, haben wir ein Staretto und alle unsere Pokémon sind total traurig, weil Staretto sie total übertrumpft. Ich muss Frau Löwe mal einsetzen. Es entwickelt sich, soweit ich weiß, bald zu Luxtra. Hier ist Goldini Nummer 2. Schwach gegen Elektroattacken. Das ist das Stichwort für Frau Löwe. Funkensprung. Alles klärchen, das war's für das Goldini. Entschuldigung. Moment. Okay, hier ist Goldini Nummer Drino. Drino, sagt man Drino? Nein. Flanders würde vielleicht Drino sagen. Alles klärchen. Funkensprung und das Goldini stirbt. So qualvoll, wie es nur gehen kann. Okay. Fast ein Level up. Okay, fast ist ein bisschen zu gut gesagt. Es dauert noch, bis unsere Pokémon Level 28 erreicht. So, erstmal Tauschvoll. Unser Kampffeige.
Matthias, du bist viel zu stark. Ich muss mein Pokémon austauschen. Alles klärchen. Oh, ein Fettsack. Gestern war ich beim Burger King. Aha, interessant. Auf dem Bild sieht er gar nicht so fett aus. Egal, der ist trotzdem fett. Oh, Ponita! Ich will kein Ponita töten. Das ist so fies. Alle setzen Ponitas ein. Na gut, wieder ein Angriff mit Liebe. Und zwar Stärke. Ah, Frau Löwe ist sehr kräftig. Und stark. Und nochmal. Und das war's. Level up. Level up, sehr gut. Level 28. Ob es sich jetzt entwickelt, kann ich nicht sagen. Ich vermute es einfach mal. Es kann aber auch Level 30 oder später sogar Level 32 sein. Ich bin nicht so der große Fan von Angeberei. Ist zwar schon gut, dass der Gegner verwirrt wird, aber das erhöht auch gleichzeitig seinen Angriff und das finde ich nicht so besonders gut. Denn dann ist die nächste Attacke des Gegners stärker. Und ob es sich selbst verletzt, ist es mir völlig egal. Weil ich glaube, der Angriff des Gegners erhöhen um 2, das ist schon viel stärker. Ja, das ist viel nachteiliger, sagen wir es mal so, als nur den Gegner nur zu verwirren. So, One-Hit-Kill. Der nächste Gegner, ein... Oh, lauter Ponitas! Ich will keine Ponitas töten! Das ist der gemeinste Trainer bis jetzt. 3 Ponitas waren bis jetzt, oder? Also gut, nochmal. Tut mir leid, Ponita. Dafür schaue ich später 3 Folgen MLP. Dann gleicht es wieder aus. Okay, Verteidigung sinkt. Das ist mir egal. Und mach's gut, Ponita. Ja, ich heule auch. Kevin benutzt auch Heuler. Okay. Mach's gut, Ponita. Wir sehen uns später. Bist du jetzt zufrieden, Frau Löwe? Ich bin so neidisch auf dein Pokédex. Tja, dann geh zu Professor Eibe und hol dir auch einen. Halt nein, du wirst ihn wahrscheinlich verspeisen. Nam, 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 lecker Pokédex, nam. Ich mag diesen Geschmack. Oh, möchtest du mir etwas über Pokémon beibringen? Natürlich, meine Liebe. Ich bringe dir alles über Pokémon bei. Also, ich meine natürlich. Ich mach dich fertig, Regina. Burma-Dame. Die Entwicklung von Burmi, soweit ich weiß. Aber wie das Pokémon sich entwickelt, kann ich euch nicht sagen. Ich habe Burmi weder gefangen noch zur Burma-Dame entwickelt. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Burma-Dame und Mortepel ist, zum Beispiel, ne? Wie sie sich entwickeln oder so. Also ich kenne mich mit Burmi überhaupt nicht aus. Burmel. Burmel. Hört sich der Panzer an wie Flurmel. Naja. Warum läuft mein Fernseher eigentlich? Ich mach den mal schnell aus, Moment. So. Gerade Werbung über so einen verdammten Fernseher. Ach übrigens, ich habe noch was anzukündigen. Am 24.10. ist mein Geburtstag und da bekommt der liebe Kevin zum Geburtstag eine Grafikkarte. Und was kann man mit einer Grafikkarte? Man kann beispielsweise Shogun 2 und Team Fortress 2 aufnehmen. Und genau das werde ich auch dann machen. Also nach dem 24.10. geht es wieder weiter mit Shogun 2 und mit Team Fortress 2. Gut, das war's für Burma-Dame. Ich werde dafür auch, glaube ich, ein Infovideo noch machen. Und Level 29 für Burma-Dame. Nein, Frau Löwe. Ja, Frau Löwe ist auch eine Dame.
Oh, stimmt das? Yep, das stimmt. Entwickeln? Oh, nichts entwickeln. Schade. Trainer Numero, was weiß ich. Ich habe die Präsenz eines Trainers gespürt. Und das warst du. Nee, das war dieser Trainer hinter mir, der mit den Burgern und so. Eckbert. Apollo. Jetzt gibt's Albträume, mein Freund. Nicht für mich, sondern für dich. Frau Löwe wird dich jetzt zu Tode beißen. Und weißt du wie? Mit welcher Attacke? Selbstverständlich mit Funkensprung. Nein! Kung-Fu-Strahl. Eine der fiesesten Attacken ever. Nicht selbstverletzen. Bitte, bitte nicht selbstverletzen. Nein! Okay, ich beiß dich zu Tode. Dieses Mal nicht mit Funkensprung, sondern mit Stärke. Nein, Biss. Na, nicht mehr verwirrt. Sehr gut. Yeah, one hit kill. Sowas ist cool, Frau Löwe. Weitermachen. Unsere Pokémon sind ja auch ein bisschen überlevelt. Ich meine, die Trainer der Gegner haben gerade mal Level 23 bis 25. Ein bisschen schwach, würde ich sagen. Aber dafür gibt es keine Basis-Pokémon mehr. Nein! Wie gemein! Aussetzer! Super, jetzt kann ich dich nicht mehr one-hitten. Dafür wirst du mich lieben. You're going to love me! Wunderauge. Erkennt Frau Löwe. Schön, dass du das erkannt hast. You're going to love Frau Löwe. So, Funkensprung. Das senkt die Genauigkeit, glaube ich. Oder? Stimmt doch. Meine Genauigkeit sinkt. Oh nein, er hat einen Löffel verbogen. Jetzt kann ich ihn nicht mehr treffen. Ein One-Hit-Kill, obwohl die Attacke nicht mal sehr effektiv war. Ja, das zeichnet einen Stab-Angriff aus. Dich zu besiegen wird für niemanden ein Spaziergang. Das stimmt. Ich rieche versteckte Items. Item-Radar, weise mir den Weg. Und hier ist eins, sehr gut. Ich wusste es. Verdammtes wildes Pokémon. Nerv mich nicht. Georock. Entwicklung von Kleinstein. Moment, muss wieder räuspern. Man eine Stummtaste an seinem Mikrofon hat, so kann man sich immer wieder stumm schalten, wenn man mal keine Sounds in diesen Part einbringen möchte, wie zum Beispiel dieses. So. Oh, stumm. Sturmwurf, ja. Nein, Steinwurf. Ich kann nicht lesen. Ich muss, glaube ich, zurück in die erste Klasse lesen lernen. Okay, Kevin, was ist das für ein Buchstabe? Blubstrahl. Nee, B. Nein, das ist kein B. Das ist ein E. E. Ah, E. Ja, E. 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 Gut, gleich haben wir dieses Item. Es ist ein... eine Herzschuppe. Die können wir eintauschen gegen eine Gratis-Attacke beim Attacken-Erlerner. Ich weiß jedoch nicht, wo er in Sinnoh zu finden ist. Vielleicht in der nächsten Stadt, wenn wir Glück haben. Mal schauen. Ja, in der nächsten Stadt, genau, ich erinnere mich. In der nächsten Stadt finden wir den Attacken-Erlerner. Dann können wir eine Attacke beibringen, einen unser Pokémon beibringen, die es bereits erlernt hat, aber aus irgendeinem Grund wieder verlernt hat. Meiner Sammlung zuliebe kämpfe ich auch mit Leuten, die ich nicht besiegen kann. So etwas tun Sammler nun mal. Dann fresse ich sie alle. Na, Telefon. Ich will nicht rangehen. Ich bin gerade am Aufnehmen. Nein, ich gehe nicht ans Telefon. Ich will noch aufnehmen, ja. Ist bestimmt mein Vater. Ich krieg bestimmt wieder Ärger, weil ich nicht rangegangen bin. Aber ja, der weiß, dass ich um diese Uhrzeit aufnehme. Und nicht rangehe. Wenn niemand
telefoniert. Oder anrufen will, sagen wir es mal so. Stachelspore, nervige Attacke Nummer 2. Sondersensor. Mit was greifst du denn noch an? Igelsamen ziehen uns KP ab. Ich kann die Sirene von irgendeinem Krankenwagen machen. Nein. Zauberplatz. Mann, ich bin jetzt ziemlich aufgedreht in diesem Part. Ziemlich aufgedreht. Nein, ich habe nichts genommen. Und one hit. Was ist los, Bronzel? Du bringst mich zur Verzweiflung, weißt du das? Igelsamen. Ich mag dich nicht. Igelsamen Charlotte Peterson. Hurra. In der ersten Generation steht, soweit ich weiß, was anders. Statt Igelsamen steht da, glaube ich, was. Die Sporenattacke Charlotte. Was weiß ich. Und wird das ein Level Up? Wird das ein Level Up, Bronzel? Bekommst du Level 27? Und wirst du dich vielleicht entwickeln? Wirst du dich entwickeln? Der Moment der Entscheidung. Der Moment der Entscheidung ist gekommen. Er kriegt seine Erfahrungspunkte und es erreicht Level. Yeah! Okay, Roselia Nummer 2. Okay, jetzt hoffe ich, dass du den Level Up jetzt endlich bekommst. Mann, ich übersteuere hier extrem in diesem Part. Aber ich kann mich leiser stellen, wenn ich übersteuere. Das ist völlig okay. So, jetzt aber. Treff dieses... Okay, ich höre schon auf. Langsam wird's nervig. Alter, Petersdom. Was ist los mit dir? Dass du langsam bist, stört mich schon. Aber, dass du paralysiert und von dem Igelsamen erwischt wirst... Das macht mich wütend. Ich muss mein Pokémon austauschen. So weit ist es also gekommen. Ich kann mich nur auf ein Pokémon verlassen. Und das ist Kampfeike. Boah, ich übersteuere hier sowas von extrem. Ein bisschen das Mikrofon weiter weg. So. Jetzt müsste es, glaube ich, gehen von der Lautstärke her. Okay, ja, ich habe was genommen. Ich gebe es zu. Es war Hassisch. Und LSD. Und Heroin. Und Gras. Und Mushrooms. Und Grasflöte. Genau. Ich muss mich beruhigen. Darf ich nicht so oft reden. Ich muss ganz gechillt weiterspielen. Ich darf mich nicht aufregen. Jetzt sehe ich mich hier auf wegen Pokémon. Nein. Im Yu-Gi-Oh! War es ja okay, im Yu-Gi-Oh! Rege ich mich immer auf, wenn der Gegner irgendwas Fieses macht, wie zum Beispiel Spiegelkraft, ne? Da rege ich mich natürlich immer auf, aber in Pokémon, nein, da rege ich mich nicht auf. In Pokémon bin ich die Ruhe selbst. Oh, Pokémon ist so ein schönes Spiel, man kann sich da gar nicht aufregen. Es ist so beruhigend, wie diese Pokémon auf einen wirken von ihrer Ausstrahlung. Zum Beispiel dieses Roselia, das macht einen ganz gechillten Eindruck. Oh. Oh Mann, ich muss hier dauernd... Nein, ich muss mich dauernd stumm schalten, weil ich hier so oft räuspern muss. Und noch ein Roselia. Das ist der König der Trolle. Gut, dass ich ein Flug-Pokémon habe. Stellt euch mal vor, man würde hier mit einem Pokémon antreten, was nicht effektiv gegen Käfer, nee, gegen Pflanzen-Pokémon ist. Dann müsste man sich hier zu Tode quälen bei diesen Roselia-Viechern. Und das war's, Roselia. Der Kampfhack ist viel zu stark. So, 1536 Erfahrungspunkte, nein, Poké-Dollar. So, und hier ist eine Anebene. Hier können wir hoch. Und hier ist ein Wanderer. Auf Wanderung. Ich bin um den Wald gereist, um auf der Suche nach rätselhaften Geschichten.
Das hat mich ziemlich stark gemacht. Und Theodor Ulschütterus. Schütterus. Soll ich mit Frau Löwe gegen ein Stahl-Pokémon antreten? Oder ist Schütterus kein Stahl-Pokémon, sondern ein Gesteinstyp? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Pokémon der vierten Generation nicht so gut. Ich glaube, Schütterus ist ein Stahltyp. Es kann aber auch ein Gesteinstyp sein. Ich bin mir nicht sicher. Angeberei. Hoffentlich verlässt du dich nicht selber. Und wenn noch, dann mag ich dich nicht. Dann müssen Sie mit Ihrem Anwalt sprechen, Frau Löwe. Und zwar ganz dringend. Das ist nämlich Selbstkörperverletzung. Verdammt! Und die Selbstverletzung war noch größer, da das Pokémon einen erhöhten Angriffswert bekommen hat durch die Angeberei-Attacke. Das macht die Angeberei so gemein. Jetzt aber, ich gebe dir noch eine Chance. Wenn du dich selbst verletzt, dann hast du das verdient. Okay, du hast es völlig verdient. Ah, du hättest Level 30 erreichen können, aber nein. Du musst dich ja selber umbringen. Eisenabwehr erhöht seine Verteidigung. Alles Kirchen. Waterloo, ich muss mal einen Pokémon-Sender besuchen. Denn meine Pokémon sind angeschlagen. Eins meiner Pokémon ist paralysiert, eins ist bereits down und eins hat die Hälfte seiner KP verloren. Das einzige Pokémon, was noch nicht geschwächt ist, ist Waterloo. Gut. Schildros ist erledigt. Ja, fast Level 31. Das ist eine Enttäuschung. Das kannst du laut sagen. Mein Luxio ist so selbstverletzerisch. So, hier ist ein Fettsack. Er sucht nach seinem Burger. Ich suche meinen Burger. Hast du ihn gesehen? Nein, habe ich nicht. Ein Bamelin. Okay. Gut, verdammt, Wassertyp. Warte, mein Kampffalke ist gar nicht geschwächt. Das habe ich mir vorhin nur eingebildet. Gut, ich wechsle zu Waterloo. Ich würde gerne Kampffalke benutzen, aber Waterloo hat das geringere Level und deshalb benutze ich den Kampffalken nicht. Wasserdüse. Das ist zufällig eine Attacke, die ich Waterloo beibringen möchte als Moveset, weil die Attacke eine Ersttrefferchance hat. So, Metallklaue. Ich weiß nicht, ob die Attacke stark gegen dieses Bamelin ist. Ah ja, sie ist schon mal nicht effektiv. Okay, das muss ich mir merken. Stahl gegen Wasser ist gleich nicht effektiv. Sternschauer! Eine Attacke, die immer trifft. Ich greife an mit Blubstrahl. Moment. Huge. Ich mache mal kurz Pause. Okay, entschuldigt die kleine Unterbrechung. Ein Bamelin. Ich werde dich umbringen, genau wie deinen Bruder. So, ich greife an mit Blubstrahl. Die Attacke ist nicht effektiv, aber da ist Depp drauf und das gleicht die Nicht-Effektivität wieder aus. Ah, was habe ich gesagt? Knarre. Nicht effektiv, Wasser gegen Wasser funktioniert nicht so ganz, außer bei uns natürlich, weil wir die stärkere Attacke und das höhere Level haben. Blub, 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 blub. Und das ist Level 31 für Waterloo. Unsere Pokémon werden immer stärker. Das Liga-Niveau entspricht Level 50 bis 60. Also haben wir Halbzeit, wenn man es so haben möchte. Okay, das ist Bamelin Nummer 3. Ich kann die auch mit Blubstrahl leicht ownen, wie die zwei anderen vor ihm.
Oh, Sternschauer. Ein schöner Attackensprite, muss ich sagen. Die Attacke habe ich früher auch manchmal meinem Pokémon beigebracht, nur weil die Attacke so schön aussah. Vom Sprite her. Und nochmal Lupfstrahl. Zap, 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 zap. Okay. Aber das sind meine Lieblings-Pokémon. Ja, Barmelin sind deine Lieblings-Pokémon, wohl eher Burgermon. Das wäre doch lustig, ein Pokémon, das aussieht wie ein Burger. Und dieses Pokémon in der 7. Generation, wenn es neue Pokémon geben wird, lauter fette Trainer geben. Das würde ich so abfeiern. Los, Burgermon! Alles sehr rätselhaft, zumindest habe ich diesen Eindruck. Ich zeige dir, was ich meine und kämpfe mit meinem Pokémon, das ich gefunden habe. Das ist, glaube ich, einer der letzten Trainer hier in diesem Bereich, dieser Route. Hey, du Otto! Ah, oh, Knocknodon! Das andere Fossil-Pokémon neben Schilderos in der 4. Generation. Ein Gesteinstyp, wenn ich mich nicht irre. Okay, ich muss wechseln. Petersdom ist angeschlagen und paralysiert. Nach dem Kampf werde ich zurückgehen ins Pokémon-Center von Schlaiede und meine Pokémon heilen. Das mache ich allerdings offscreen, denn das wollt ihr bestimmt nicht sehen. Lufstrahl! Nein, ich sing nicht. Ich muss aufhören zu singen. Ich singe immer, wenn ich irgendwas suche, mit dem ich euch unterhalten kann. Aber ich glaube, das unterhaltet euch überhaupt nicht. Im Gegenteil. So, das nächste, ein Kleinstein. Er hat fast dieselben Pokémon wie der Arenaleiter von Erzelingen. Wenn nicht sogar dieselben Pokémon. Fehlt nur noch eins, glaube ich. Oder hatte der Arenaleiter von Erzelingen 2 oder 3 Pokémon? Ich weiß es nicht mehr. Was ich weiß, dass er einen Kirknodon und einen Kleinstein hatte. Mehr weiß ich allerdings nicht. Okay. Ein Bronzel. Das ist kein Gesteinstyp, das ist ein Stahl-Psychotyp. So, Blubstrahl. Wir konnten unseren Blizzardon nicht effektiv einsetzen, aber es gibt ja auch keinen. Ja, es gibt kaum Pokémon, gegen die wir Blizzard einsetzen können. Was wären hier Optionen eigentlich? Flug-Pokémon wäre eine Option, Gesteinstypen wäre eine Option, aber wir benutzen wir meistens immer Blubstrahl. Dann gibt es noch Bodentypen, da wäre es auch eine Option, aber wir werden hier auch zu einer Wasserattacke zurückgreifen. Und was ist noch schwach gegen Eis? Pflanzen-Pokémon wäre eine Option. Also können wir Blizzard gut gegen Pflanzentypen verwenden, aber ich glaube, wenn wir gegen Pflanzentypen antreten, werden wir eh zu Kampffalken wechseln. Also von daher ist die Blizzard-Attacke eher nutzlos. Na komm schon! Warum habe ich Blizzard eingesetzt? Ich hätte Blubstrahl nutzen sollen. Jetzt stirbt mein Pokémon vielleicht sogar. Wegen meinem Fehler. Wegen meinem Fehler sterben tausende Pokémon! Nein, eigentlich nur eins, aber gut. Nicht selbst verletzen. Sehr schön. Okay. Jetzt werde ich zurück ins Pokémon Center gehen und das offscreen. Oder ich schneide es einfach raus. Genau, ich schneide es raus. Wie auch im letzten Part. Das funktioniert ganz gut. Also, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder da an der Stelle bin mit gehaltenen Pokémon. Bis gleich. Und hier bin ich wieder. Mit gehaltenen Pokémon bin ich wieder da. Und jetzt geht's weiter nach Süden. Was mich sehr auffällt, ist, dass... unser Ei schlüpft. Moment. Ein Voneira. Voneira ist sehr interessant. Ein Genera-Team oder ein Hytara-Team wäre interessant, aber nee. Was mir sehr auffällt, wollte ich vorhin schon sagen, ist, dass hier überall in jeder Route diese Gucklöcher sind.
Das sind bestimmt CIA-Spionagetürme oder sowas. Ganz Sinnoh wird überwacht durch diese Gucklöcher. Creepypasta Nummer XYZ. Ganz Sinnoh wird überwacht. Jedes Handeln wird überwacht. Jeder einzelne Schritt, den der Protagonist durchführt, wird dokumentiert von der NSA durch diese Gucklöcher. So, wenn ich diese Zerpeise erfolgreich killen kann, haben wir Level 30 mit unserem Pokémon erreicht und diese Chance muss ich nutzen. Das sind schon ziemlich starke Level-Pokémon, Level 24. So stark wie diese Trainer hier auf dieser Route zum Beispiel. So, das müsste das Ganze beenden. Und unser Pokémon erreicht Level 30. Entwickelst du dich jetzt? Ja, es entwickelt sich. Okay, das ist die letzte Entwicklung von Frau Löwe. Jetzt sehen wir die Endform. Also, Entwicklung beginnen. Ladies and Gentlemen, unsere Frau Löwe ist erwachsen geworden. Wir haben jetzt ein Luxtra. Schauen wir uns die Werte an. Verdammt, nicht das Fahrrad, sondern Werte. Ich will mir nicht das Fahrrad anschauen, sondern die Werte. Nein! Da ist das Menü. Gut, so sieht das Pokémon aus. Echt sehr cooler Sprite. Von den Werten her auf Offensive und auch Spezialangriff ist der Spezialangriff ist ein bisschen gestiegen nach der Entwicklung und die Initiative ist ein bisschen langsamer geworden. Naja gut, jetzt haben wir einen schönen Angreifer und der Coolness-Wert mit Glanz wird uns angezeigt und das Bändchen haben wir auch vom Stärkewettbewerb. Unsere Frau Löwe. Gut, als nächstes möchte ich Petersdom ein bisschen stark machen. Hierfür wäre es ganz nett, wenn es sich auch entwickeln würde, aber ich weiß das Level nicht. Ich vermute, Ende so Level 29 oder Anfang Level 30 wird es sich entwickeln, also bald wird es sich bestimmt entwickeln. Oh, Ponita, schon wieder! Sorry, ich kämpfe nicht gerne gegen Ponitas. Das heißt, ich werde fliehen. Mach's gut! Ich mein's doch nur gut mit dir. Oh, greif doch nicht mit Glut an. Bitte nicht brennen. Danke. Warum lässt du mein Pokémon nicht fliehen? Komm schon, ich verschone dich. Bitte lass mich fliehen. Ich mein's doch nur gut mit dir. Mensch, jetzt gräm dich doch nicht so. Du willst doch nicht kämpfen, oder? Wir willen schon kämpfen. Mensch, Ponita. Meinst du das jetzt wirklich ernst? Willst du kämpfen? Ich will nicht kämpfen. Mach's gut. Schönes Leben noch. So. Was ist hier? Ein Honigbäumchen. Versteckte Items vielleicht? Nein, leider nicht. Na, komm, das letzte Grasfeld taucht ein Pokémon auf. Ein Surprise. Ich wette, dieses Pokémon lässt uns auch nicht fliehen. Komm, ich kämpfe jetzt einfach mal gegen dieses Pokémon. Wir haben ja den Elementvorteil auf unserer Seite. Oh, Zaunklinge, verdammt. Normal stark. So, Lichtschild, damit wir nicht mehr getroffen werden können von Spezialattacken. Aber ich glaube, Zerpeise greift eh nicht mit Spezialattacken an. Was mache ich denn da? Sonnensensor. Oh nein, Zaunklinge wird immer stärker. Das ist nicht gut. Entweder schreckst du jetzt zurück oder der nächste Zaunklingenangriff wird noch stärker. Und das ist nicht gut. Okay, was ist das? Ah ja, Seegesang. Hypnose. Ich muss den Angriff... Ah, Blutsauger, okay. Er hat seine Zaunklingen-Kombi abgebrochen. Zapfen wir jetzt ein bisschen Blut ab. So, mach erstmal ein Nickerchen.
Es ist ja Nacht. Kleine Käfer müssen auch mal schlafen gehen. So, Sonnensensor. Das wäre eigentlich auch eine coole Idee. Und zwar, dass nachts, wenn man nachts kämpft, dass alle Pokémon länger schlafen. Wäre eine gute Idee. Mann, ich habe lauter gute Ideen hier in Pokémon. Dass, wenn Pokémon nachts schlafen als Statusveränderung, müssten sie eigentlich länger schlafen, weil es Nacht ist. Von der Gewohnheit her. Vom Logischen her, meine ich. Und es ist auch völlig logisch, dass man Goldinis nicht im Land einsetzen kann. Oder fette Wailouts in so einer kleinen Arena. Das geht einfach nicht. Oder Onyxe auf Meer. So, hier ist ein Wettertrainer. Oh, wir haben gegen dich schon gekämpft, okay. Lass mich in Ruhe! Danke. Gut, wir haben das Kühnheitsufer erreicht. Gibt es hier Trainer? Nein, nur wilde Pokémon. Bidifas, die Entwicklung von dem Hamster. Ich wette, er lässt uns nicht fliehen, daher wechsle ich mein Pokémon aus und kämpfe danach gegen dieses Pokémon. Also, ich wechsle jetzt aus zu Frau Löwe. Boah, das sieht doch episch aus. Irgendwie sieht Frau Löwe aus wie so ein Super Saiyajin, voll in Haaren her. Fehlt nur noch, dass die gelb sind. Okay, greif an mit Kaioken! Okay, das ist ein Funkensprung, aber auch gut. Okay. Gut, dann. Oh Gott, so viel Gras hier. Ah, oh, ist ja ein Paradies für Junkies. Naja. Ein Zerpeise. Gut, ich würde gerne fliehen, aber dieses Zerpeise wird mich nicht fliehen lassen, das kann ich jetzt schon sagen. Ich wechsle aus. Und zwar benutze ich den Kampffalken und mache es schnell. Okay. Ich greife ihn. Nein. Seit wann kann Zerpeise Gesang? Es macht keinen Sinn. Singt es etwa? Okay, jetzt wartet es auf einen Angriff von mir und den kann er haben. Bitteschön. Jawoll. Ich habe nichts anderes von dir erwartet, Kampffalke. Du bist eines meiner zuverlässigsten Pokémon geworden. Gut, hier sind ein paar Streber, die lassen uns nicht in den See rein. Den See schützen! Es ist gut zu wissen, dass es immer noch Menschen gibt, die man bewundern kann. Ich glaube, sein Name war Cyrus. Mhm. Uns wurde aufgetragen, niemanden in der Nähe des Sees zu lassen. Moment, muss wieder räuspern. Wieso das? Ich weiß nicht genau. Aber wahrscheinlich, um den See zu schützen. Oh, ein Item. Ein Paraheiler. Ah, so ruhig ist es hier. Und diese Häuser, die erinnern mich an die Häuser aus der dritten Generation, nämlich Xeneroville. Und was ist mit dir los? Was soll ich nur tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen MB-Schlüssel zu verlieren. Schon wieder! Diese Leute, diese Ferienanlage, werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin mir sicher, ich hatte ihn noch, als ich die Rezeption verlassen habe. Alles klar, dann suchen wir mal nach dem Schlüssel. Gut, hier geht es in Richtung Sonneweg, aber ich glaube, der lässt uns nicht durch, oder? Natürlich. Stopp! Ja, dich meine ich. Halt, stopp! In Sonneweg, das sich am Ende dieser Straße befindet, hat es einen Stromausfall gegeben. Sie arbeiten bereits daran, die Störung zu beheben, aber die Straße bleibt trotzdem vorerst gesperrt. Und warum? Gibt es irgendeinen Sinn, dass man eine Straße sperrt, nur weil der Strom ausgefallen ist? Es macht keinen Sinn. Gut, hier ist ein Haus. Hier schauen wir im nächsten Part vorbei. Erstmal muss ich diesen B-Schlüssel finden. Lauter Häuser. Der müsste hier, glaube ich, sein. Ich
meine, hier ist ja die Rezeption, glaube ich, ne? Hä, wo ist der? Wo ist der? Ah, muss ich zuerst bei der Rezeption nachfragen. Rezeption! Guten Tag, möchten Sie hier übernachten? Oh, ich sehe gerade, Sie haben gar keine Reservierung. Das tut mir leid, denn wir sind komplett ausgebucht. Aber Sie dürfen sich hier gerne für ein Weilchen ausruhen, wenn Sie möchten. Ah ja, der Typ heilt unsere Pokémon. Ihre Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehren Sie uns bald wieder. Und warum siehst du mich? Ich bin ein Kind. Naja. Und wo ist hier dieses Schlüssel-Dingens? Ich will den noch hier finden, diesen Part, bevor ich es vergesse. So, schauen wir mal nach. Die ganze Ferienanlage wird jetzt da durchsucht nach diesem einen verdammten Schlüssel. Super. Oh, ein Swimmingpool. Nett, nett. Kühnheitsufer. Hier vielleicht? Also ich finde den Spielschlüssel nicht gerade nicht, aber ich möchte den Part jetzt ehrlich gesagt auch beenden und erst im nächsten Part damit beginnen, hier diese Anlage zu durchsuchen. Und ja, also wie gesagt, im nächsten Part schauen wir uns diese Anlage hier an, diese Ferienanlage, und dann fühlen wir uns bestimmt wieder wie im Urlaub. Also, bis zum nächsten Part. Macht's gut, euer JankLP. Ciao! Mann, war ich heute wieder wild drauf. Unglaublich.